Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der reellen Zahlen. Wurzel aus 2, haben wir gehört, ist keine rationale Zahl. Hier seht ihr übrigens die ersten 500 Nachkommastellen dieser Zahl Wurzel 2. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Wurzel aus 8 auch keine bessere Zahl ist. Aber etwas Erstaunliches passiert. Wenn wir die Zahl Wurzel aus 8 nämlich mit Wurzel aus 2 multiplizieren, dann kommt da eine glatte Zahl raus, obwohl diese beiden Zahlen hier eindeutig keine glatten Zahlen sind. Und woran das liegt, das wollen wir uns jetzt mal überlegen. Anhand von ganz konkreten Beispielen wollen wir uns Rechenregeln zur Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion bei Wurzeln überlegen. Dann schauen wir uns mal die Rechenregeln anhand von konkreten Beispielen an. Hier habe ich jetzt mal ein paar solche Beispiele mitgebracht. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich jetzt hier die Regel? Wurzel aus 8 mal Wurzel aus 2, das haben wir jetzt eben gerade schon gehört, ist 4. Die Wurzel aus 8 mal 2, das weiß ich übrigens auswendig, denn 8 mal 2 ist ja 16 und davon die Wurzel ist ja auch 4. Wir sehen also hier, die Multiplikation zweier einzelner Wurzeln darf ich dadurch lösen, indem ich die beiden Radikanten und die Multiplikation unter eine gemeinsame Wurzel schreibe. Und das gleiche gilt dann übrigens auch für die Division. Hier dürfen wir ebenfalls dann das geteilt durch diese beiden Zahlen unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Aber gilt das eigentlich auch für die Addition? Leider nicht, das seht ihr hier an diesen Zahlenbeispielen. Die Wurzel aus 12 plus die Wurzel aus 4 ist also nicht das gleiche wie die Wurzel aus 12 plus 4. Und bei der Subtraktion gilt natürlich dann auch das gleiche. Hier gibt es dann wieder keine solche Rechenregel. Aber es gibt eine Rechenregel. Und zwar schauen wir uns mal das hier an. Hier haben wir 2 mal die Wurzel aus 2 und 4 mal die Wurzel aus 2. Also haben wir sie doch insgesamt 6 mal. Gilt denn diese Regel? Ja, denn da kommt bei beiden dasselbe raus. Wir dürfen uns also hier merken, haben wir also eine Wurzel aus 2 mehrmals und werden zusammenaddiert, dann dürfen wir wenigstens die Vorfaktoren zusammenaddieren oder subtrahieren. Halten wir das Ganze also mal fest, dürfen wir also jetzt Multiplikation und Division unter eine gemeinsame Wurzel ziehen. Das steht also jetzt hier da, die Produktregel und die Quotientenregel, die gilt übrigens auch, wenn das Ganze in Bruchschreibweise dasteht, also Wurzel aus a geteilt durch die Wurzel aus b ist dasselbe wie die Wurzel aus a geteilt durch b. Aber für die Addition und Subtraktion gibt es leider solche Regeln nicht. Wir dürfen also nicht einfach die Addition zweier Wurzeln unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Das gilt auch nicht für die Subtraktion. Das müsst ihr euch ganz dringend merken. Was wir allerdings machen dürfen ist, wenn wir die Wurzel aus a jetzt hier sowohl in dem Ausdruck wie auch in dem Ausdruck und in dem Ausdruck drinnen haben und ihr denkt euch da bitte einfach eine Multiplikation dazwischen, dann dürfen wir dieses Wurzel aus a ausklammern und das heißt, wir dürfen dann einfach die jeweiligen Vorfaktoren voneinander addieren und subtrahieren und schreiben einfach dann dieses Wurzel a dahinter auf. Das schauen wir uns jetzt dann noch an konkreten Zahlenbeispiel etwas genauer an. Schauen wir uns erstmal noch ein Beispiel an für die Multiplikation. Hier haben wir die Wurzel aus 72 mal die Wurzel aus 2. Wir wissen jetzt, 72 Multiplikationszeichen und 2 dürfen wir unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Die Wurzel aus 72 mal 2 also und das ist dann Wurzel aus 144. Im Taschenrechner eingegeben ergibt es übrigens 12, denn 12 zum Quadrat ist wieder 144. Ein zweites Beispiel, Wurzel aus 72 dividiert durch Wurzel aus 2. Auch hier dürfen wir 72 Divisionszeichen und 2 unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Kommt also raus die Wurzel aus 36, was dann übrigens 6 ergibt. Jetzt noch ein Beispiel mit Variablen drinnen. Lasst euch davon nicht verwirren, hier steht ja wieder eine Multiplikation zwischen zwei Wurzeln, also dürfen wir das Ganze wieder zusammenziehen. Jetzt habe ich hier 72x mal 2x und das Ganze kann ich wieder dadurch vereinfachen, dass ich 72 mal 2 und x mal x zusammenziehe. Also kommt da insgesamt raus 144 mal x². Wir sind allerdings noch nicht fertig, denn jetzt dürfen wir die Wurzel ja wieder auseinanderziehen. Heißt also, wir haben die Wurzel aus 144 mal die Wurzel aus x². Die Wurzel aus 144, das haben wir uns da drüben schon überlegt, das ist also hier 12 und die Wurzel aus x², weil ja x eine positiv reelle Zahl ist, ist also die Wurzel aus x² wieder x selber. Das hatten wir uns im letzten Video etwas genauer angeschaut. Und damit haben wir eine vereinfachte Form von dieser Multiplikation. Und jetzt noch konkrete Beispiele zur Addition. Hier haben wir 2 mal die Wurzel aus 5 und 3 mal die Wurzel aus 5 und ziehen davon Wurzel 5 ab. Hier erstmal die erste Verwirrung, was machen wir jetzt eigentlich hiermit? Kein Problem, wir denken uns dann hier eine 1 noch davor. Wenn also vor der Wurzel hier nichts weiteres steht, dann steht da immer einmal die Wurzel aus 5. Und jetzt dürfen wir einfach rechnen 2 plus 3 minus 1 und schreiben dann Wurzel aus 5 dahinter auf. Und das ergibt dann eben 4 Wurzel aus 5. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, als würde da also Euro stehen, dann wäre das ja
2 Euro plus 3 Euro minus 1 Euro. Das sind also dann insgesamt 4 Euro. Dann ein etwas komplexeres Beispiel. Hier haben wir jetzt Wurzel aus 5 und Wurzel aus 2. Das sind also keine gleichartigen Terme. Wir müssen die also getrennt voneinander behandeln. Erster Trick. Hier steht wieder keine Zahl vor der Wurzel 5. Also denken wir uns da eine 1. Und der zweite Trick ist, jetzt bringen wir alle Wurzel 5 zusammen und alle Wurzel 2 zusammen. Also habe ich jetzt ein bisschen umsortiert. Hier habe ich also den Kandidaten hier mit dem Kandidaten getauscht, sodass ich eben hier Wurzel 5 vorne und Wurzel 2 hinten habe. Jetzt sehe ich hier wieder, ich habe zweimal die Wurzel aus 5 und ziehe davon einmal die Wurzel aus 5 ab. Das heißt, ich habe noch einmal die Wurzel aus 5 und dasselbe hier hinten. Dreimal die Wurzel aus 2 minus zweimal die Wurzel aus 2 ist also insgesamt einmal die Wurzel aus 2, kommt also das hier raus. Wenn ich jetzt diese 1 vor der Wurzel wieder weglasse, dann steht da insgesamt da Wurzel aus 5 plus Wurzel aus 2. Das ist übrigens auch das Ergebnis, das der Taschenrechner ausgibt. Wir können hier nicht mehr weiter zusammenaddieren, also da kommt jetzt nicht raus die Wurzel aus 7. Das müsst ihr euch ganz dringend merken. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim Addieren und Subtrahieren und Multiplizieren und Dividieren von solchen Wurzelausdrücken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zum Thema teilweise Radizieren dann wieder.